Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farthest Frontier. Ich bin ein bisschen verärgert gerade, denn ich habe gerade über 30 Minuten umsonst aufgenommen. Ich könnte gerade echt ein bisschen kotzen. Ja, 25. Oh ja, in der anderen Aufnahme war ich jetzt schon bei 27. Na gut. Ist, ja, jetzt weiß ich wenigstens, was auf uns zukommt. Und zwar sehr viel Katastrophe. Wir, ja, unsere Sachen hier gehen einfach alle jetzt so ein bisschen. Ich mach mal kurz Pause, damit sich OBS wieder ein bisschen einruckeln kann. Ja, also unsere Gebäude, ihr seht's, hier geht alles den Bach herunter. Und die Sachen werden einfach nicht repariert, weil einfach nichts da ist, um zu reparieren. Und deswegen werde ich jetzt auch mal hier einfach. Nee, warte, so nicht. Ich will nichts einebnen, das war jetzt total Quatsch, aber ich kann es, glaube ich, auch nicht mehr wegmachen. Ich will eigentlich das Gebäude entfernen. Ja, ich sage ja, ich bin jetzt auch ein bisschen, ich bin echt sauer. Also OBS ist manchmal so Mist einfach. Ich, ja, da hat er einfach schon wieder das Mikrofon und das passiert manchmal, der löscht einfach das Mikrofon aus. Ich mache immer vorher eine Testaufnahme, habe ich auch dieses Mal, aber ich habe nur das Bild gecheckt. Ich habe nicht geguckt, ob auch der Ton funktioniert. Auch hier, das Gebäude wird auch gleich kaputt gehen. Deswegen mache ich es weg und hoffe, dass wir die Kühe irgendwie anders retten können. Ich werde auch hier gleich mal, das halte ich jetzt einfach mal für am wichtigsten, dass wir gleich eine neue Scheune kriegen für die Kühe. Die mache ich hier hinten hin. Wir haben halt auch überhaupt kein Holz, Bretter, nichts davon. Es ist wirklich gerade einfach nur furchtbar eigentlich. Wir werden irgendwie versuchen müssen, an Ressourcen zu kommen. Und zwar an viele Ressourcen. Ich weiß noch nicht. Also es ist wirklich gerade sehr, sehr schwierig. Alles sehr, sehr schwierig hier gerade. Händler sind noch keine da, ne? Nee, Händler ist gerade noch keiner da. Anbau. Ja, das wird hier nichts. Das weiß ich jetzt schon. Da werden wir auch wahrscheinlich Böhnchen irgendwie nehmen müssen. Passt da noch was hin? Nee. Na gut. Dann hier Flachs. Ja, ist okay. Kleider brauchen wir halt auch. Hier können wir schon aufhören mit. Hitzetoleranz, vor allem die Dinger, gut. Es bringt tatsächlich nichts mehr, Weizen anzupflanzen in nächster Zeit, weil uns sowohl die Bäckerei kaputt gegangen ist, als auch die Mühle wird auch gleich den Geist aufgeben. Und auch die Weberei wird bald kaputt gehen, aber die hält noch ein bisschen länger durch, hoffe ich. So, jährliche Steuern eingenommen. Wir werden uns auch um die Gebäude kümmern müssen, die gerade die gerade sehr unattraktiv sind. Da zum einen hier. Zum anderen hier oben und ich hoffe, das wird dann schon rein. Hallo? Wieso kann ich die Sachen nicht setzen? Jetzt so? Hä? Was ist denn hier los? Jetzt so. Ungültige Gebäudeplatzierung, okay. Und auch hier, tut mir leid, ich bin jetzt wirklich fix hier gerade unterwegs, weil es alles ist, was ich quasi vorhin in den 30 Minuten gemacht habe. Das mache ich jetzt quasi hier alles in ein paar Sekunden. Wo ist denn der Kompost? Da. Das habe ich vorhin ausprobiert. Wenn ich hier den Kompost hinbaue, dann wird hier tatsächlich der Mist weggebracht. Also werden wir das auch tun. Das hatte gut funktioniert. Okay, jetzt habe ich erstmal alles Nötige gemacht. Die lassen wir noch, solange sie noch da ist. Ein Händler ist da, wunderbar. Hat der jetzt wieder die gleichen Sachen, ist die Frage. Oh, wir können ihm sehr viel Sand verkaufen, theoretisch. Ja, wisst ihr was? Mal kurz Pause. Wir können Geld gebrauchen. Und den Sand irgendwie benutzen wir nie, weil das irgendwie nicht klappt. Ich werde hier, das habe ich vorhin auch gemacht, wir werden hier kaufen. So viel Geld haben wir jetzt gar nicht. Machen wir erstmal die 13 und bringen hier mal Geld rüber. Viel Geld? Okay. Dann gucken wir mal. Ist jetzt alles. Es ist tatsächlich der gleiche Händler wie den ich vorhin hatte. Also das wird scheinbar nicht nochmal neu gerollt. Das ist, also irgendwann wird das wahrscheinlich gerollt, aber das schien schon entschieden, wer hier kommt. Wir können natürlich auch das kaufen. Wir müssten gar nicht die fertigen. Wir können das auch selber verarbeiten. Dauert dann aber halt auch ein bisschen. Aber der Preis ist gerade super, ne? Komm, wir nehmen, glaube ich, auch... Wir nehmen so ein paar davon mit, die noch nicht gemacht sind. Weil es halt einfach so super günstig momentan ist. Okay. Der Sand. Ist schon ein bisschen was da. Geben wir schon mal alles mit. Bitteschön. Der hat auch super viel Geld. Wunderbar. Das passt ja gut. Der zweite Händler ist auch da. Würde Klamotten nehmen, aber Klamotten gebe ich jetzt ungern weg. Was hat der denn? Armbrüste. Einfache Waffen brauche ich hier nicht. Ich glaube, das ist diesmal ein anderer Händler.
Aber bin ich unsicher. Leider nichts zu essen dabei. Ha, keiner hat Essen dabei. Hm. Also nichts, was ich jetzt verwenden kann. Klar, ich könnte Getreide kaufen, aber ihr seht ja, die Dinge sind ja kaputt. Und die müssen wir jetzt neu bauen. Also bringt uns das jetzt auch nichts. Na gut, schade. Ich werde dem hier noch den Rest Sand verhökern. Okay, sehr schön. So, haben wir gemacht. Dann eine neue Bäckerei, bitte. Wo ist die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Bei Nahrung, glaube ich. Und dann dort. Okay, erstmal so. Die Brauerei können wir uns erstmal abschmieren. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Wir müssen auf jeden Fall das hier für die Kühe bauen. So, das ist abgerissen. Okay, Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, 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 ja. Ich weiß. Was ist mit dem Jäger? Wo ist denn der? Okay, der scheint noch zu haben. Letztes Mal hat mich der Jäger angemeckert, dass der nichts mehr findet. Der hier. Okay, scheint diesmal alles gut zu sein. Kann man nicht verbessern. Okay. Die hier könnten wir mal verbessern. Würde ich auch gerne. Brauche nämlich auch nur Lehm und Gold. Keine Bretter. In dem Fall. Also nehme ich die auch. 14 Leute momentan. Nur wisst ihr was? Ich nehme mal hier was weg. Feldfrüchte. Oh nein, scheiße. Okay. Neue Dorfbewohner geworden. Auch wunderbar. Händler ist mir gerade egal. Das hier ist schade. Mit den Möhrchen. Wisst ihr was? Ich werde hier auch was zu essen machen. Ist nur die Frage. Hitzetoleranz. Machen wir das da? Okay. Ein bisschen an Nahrung mal zwischendurch wieder kommen. Das wird noch dauern hier. Machen wir da einen Weg hoch? Nee, ist eigentlich Quatsch, ne? Lassen wir mal. Bevorstehende Hitzewelle. Na gut, dass wir nur Sachen drauf gemacht haben, die das abkönnen. Hier ist ein bisschen was verdorben, das ist mir aber egal. Okay. Okay, damit habe ich jetzt quasi aufgeholt, was ich vorhin in 30 Minuten gemacht habe, habe ich jetzt in 7 gemacht. Naja, gut, außer... Oh ja, 9 Menschen, wunderbar. Das hatte ich vorhin auch, aber ich glaube, es waren nur 7. Das ist interessant. Das sind jetzt ein bisschen mehr Leute als vorher. Ja, hier muss nur das halt fertig gebaut werden für. Das machen wir mal. Ja, mit den Kühen bin ich mir unsicher. Ich habe das Gebäude abgerissen in der Hoffnung, dass die dann vielleicht woanders fressen gehen. Dass die ins Haupthaus kommen und da Futter bekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Ehrlich gesagt. Deswegen habe ich quasi die Scheune abgerissen. Aber kann auch sein, dass das Quatsch war. Ein Gebäude wurde aufgegeben. Wo? Ja, das Gebäude, genau. Deswegen bauen wir hier gerade das Dingens da. Das müsste auch reichen. Ich mache mal Prio. Braucht natürlich auch wieder Holz, aber gut. Ich würde ja sagen, dass dafür jetzt andere weniger kriegen. Aber ach, ich traue mich weder dem Bogner noch dem Brennholztypen was wegzunehmen. Das ist halt jetzt echt heikel. Also eigentlich, wir haben echt viele Pfeile und auch Bögen. Okay. Okay, wisst ihr was? Weil wir brauchen halt echt wirklich die anderen Sachen. Deswegen werde ich hier mal eben das ausschalten. Wir dürfen es nur echt nicht vergessen. Also auf keinen Fall. Ich kann bei Brennholz kann ich keinen wegnehmen. Nee, das traue ich mich nicht. Dann sterben die nachher alle, weißt du? Entweder sterben sie halt, ja, weil sie keinen Brennholz haben und erfrieren. Oder weil, weiß nicht, die Kühe sterben, weil sie keine Scheune haben. Das ist halt gehüpft wie gesprungen. Dann haben nämlich die Leute auch kein Essen. Also, ach, nie. Ja, nebenbei wird immer noch diese riesige chinesische Mauer hier gebaut. Auch ganz toll. Wo brennt's denn? Hier hinten. Ja gut, da kommen die aber auch hin. Brunnen haben wir überall. Also daran habe ich gedacht. Das ist nicht unser Problem. Wirklich nicht. Und was wäre eigentlich unsere nächste Aufgabe? Das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren. 25 große Häuser. Ein Handelszentrum gebaut. Das Theater haben wir und die Bevölkerung auf 300, ganz ehrlich, dann stütze der PC ab. Also das ruckelt jetzt schon teilweise so extrem. Ich weiß nicht, wie das der PC hier noch... Also der PC ist ja kein Problem, der PC kann das ab, aber in Zusammenarbeit mit OBS klappt das ja leider nicht. Der PC kann hier 1000 Leute rumlaufen lassen, das wäre egal. Aber leider ruckelt es halt bei OBS so extrem, sobald hier die Leute sind. Merkt das ja dann. Das geht halt überhaupt nicht. Schade eigentlich. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten... Es ist wirklich schon lange her, dass ich gespielt habe. Ich habe es in der Folge gesagt, die jetzt quasi verloren ging, weil mein Mikro nicht an war. Also von OBS mal wieder nicht erkannt wurde. Da habe ich auch schon gesagt, wegen Pferde über schlechter Gesundheit. Ja, geht ins Haupthaus. Also mir wurde mal gesagt, wenn man die kauft und keine Scheune hat, dann gehen die ins Haupthaus. Aber irgendwie...
irgendwie passiert das hier nicht. Und ich kann auch mit denen nichts machen. Am wenigsten steht jetzt hier nicht mehr, dass es Holz wäre. Also als ich das vorhin, als ich die angeklickt habe, stand da mal, sie wären 4 Holz. Ich weiß nicht warum, aber bei jeder Kuh, die ich angeklickt habe, stand 4 Holz. Ist ganz komisch gewesen. Oh, ich will wirklich, dass das hier schnell gebaut wird, aber... Wir brauchen sowohl normales Holz als auch das andere Holz. Aha. Das ist ja ganz fantastisch und famos. Kann ich auch da... Also bringt uns ja gar nichts. Hier muss es ja erstmal gedingst werden. Ich kann natürlich auch hier Holz abholzen lassen. Vielleicht würden die dann das Holz nehmen, um das da schon direkt... Na, glaube ich nicht. Oder? Die müssen es halt sonst ewig weiter runtertragen. Ist halt auch irgendwie Quatsch. Können Sie mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier ein paar Bäumchen wegnehme, ob das direkt hier hingebracht wird. Mal schauen. Ja, es ist halt alles auch super teuer. Auch die braucht wieder Bretter. Das ist alles braucht Bretter. Und ihr seht, das Brennholz ist halt immer wieder auch weg. Ich weiß gar nicht, wo noch Holz verwendet wird. Sonst würde ich da noch ausstellen. So lange. Aber ich weiß es einfach gerade nicht. Vielleicht wird das noch irgendwo verbrannt oder so. Also hier auf jeden Fall. Brennholz wird natürlich auch öfter gebraucht. Aber ich würde da gerne überall, wo Holz verwendet wird, halt gerade mal eher quasi das Holz einstellen lassen. Ich weiß es aber einfach nicht mehr. Also klar, Bogner, Feuerholz, auch klar. Naja. Wie viele Leute sind am Arbeiten? 25. Okay. Warum ist hier der Weber irgendwie raus? Weiß ich nicht. Vielleicht krank, das könnte natürlich sein. Das Haus ist wieder angenommen worden. Das hier aber noch nicht. Das scheint noch nicht gut genug zu sein hier. Blöd, wir brauchen tatsächlich noch ein Haus. Also ich muss das hier leider bauen lassen. Wir haben gerade tatsächlich einigermaßen viel Brennholz. Dann würde ich, auch wenn es mir Angst macht, oh, nee, so funktioniert es nicht. Ich dachte, wenn ich raufklicke, ist er weg. Würde ich so machen. Vielleicht sogar... Nee, ich kann es echt nicht deaktivieren, oder? Dann sterben mir doch die Leute hier weg. Das geht doch nicht. Kann ich nicht machen. Wohnraumknappheit. Ja, ich bin dabei. Kann leider auch kein Haus bauen. Ich meine, das würde wenigstens noch Holz kosten, aber hier ist alles uneben irgendwie. Ich kriege tatsächlich... Das habe ich vorhin schon probiert in der anderen Folge. Ich kriege einfach nirgendwo ein Haus hin. Ich kann hier mal versuchen, mit dem Ebenen ein bisschen was zu erreichen. So, versuchen wir mal, uns irgendwo Platz zu machen. Ja, jetzt ist die Mühle auch kapheister gegangen. Ich würde es wirklich gerne einfach irgendwie reparieren können. Ich weiß nicht, warum sich entschieden wurde, das so zu machen, dass die Leute das selber irgendwann reparieren. Dann, ihr seht ja, wie gut das funktioniert. Ich will halt sagen, ich brauche jetzt hier dieses Gebäude repariert. Ich meine, es ist halt so, dass die selber irgendwo hinrennen zu den Gebäuden, die kaputt sind und dort reparieren, sobald eine Ressource dafür da ist. Aber ich kann ja nicht sagen, hey, die Mühle oder die Scheune wäre jetzt am wichtigsten gewesen, bitte dort reparieren. Dann fangen die nachher an, hier die ganzen Häuser zu reparieren, anstatt die Sachen, die uns Essen bringen. Und das finde ich halt idiotisch gelöst, ich weiß nicht. Ich meine, man kann das ja so machen, aber als Zusatz hätte ich gerne, wenn das jetzt halt so ist und die Leute selber entscheiden, wann ich was repariere mit Ressourcen, von mir aus gerne. Aber wenn dann zum Beispiel der Punkt erreicht ist, wie hier gerade bei der Mühle, dass ich die beiden Punkte habe, entweder zerstören oder Dings, dann hätte ich wirklich gerne noch einen Zusatz, wo ich sagen kann, okay, jetzt bitte Prio repariert das Scheißding. Und das verstehe ich nicht, warum das sich entschieden wurde, nicht zu machen. Kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, warum man das nicht machen kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Neben ein paar anderen, die ich auch noch habe. Ich werde am Ende des Spiels, also wie gesagt, wir machen hier nicht mehr lange. Ich wollte gerade anfangen, dann war ich wieder abgelenkt. Ich möchte, also meine Ziele sind, ich will die Mauer zu Ende bauen. Ich möchte, ja, die Pferde ist jetzt leider krank geworden, weil die da rumsteht. Ich kann die halt leider nicht wegschicken, das geht nicht. Also ich kann mit denen nichts tun. Komisch, wenn man die kauft, dann stehen sie im Lager rum oder irgendwo, aber wenn man die Scheune abreißt, dann passiert nichts. Oder kann ich hier irgendwo, wenn ich jetzt auf ein großes Lager gehe, kann ich sagen, Kühe dahin. Wenn ich jetzt mal ein Lager finden würde. Können die in den Stapelplatz? Ich weiß gar nicht, wo die dann eigentlich rumstehen. Geht doch in die Wagenwerkstatt. Hier sind auch Ochsen drin. Scheint doch zu gehen. Hier kann ich die nicht hinschicken. Ne? Wo waren die denn, wenn man die kauft? Stehen die dann im Handelszentrum rum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die werden uns alle kapeister gehen, die Kühe. Die werden wohl alle einfach sterben, weil ich nicht weiß, wie ich die irgendwo anders parken kann.
Also hier wäre ein großes Lagerhaus, aber Kühe. Ich gucke gerade, ob es ein Kuhbild gibt. Nee, ich glaube, wenn die einmal in der Scheune waren, dann ist es vorbei. Das ist halt echt doof, ne? Also, ich weiß nicht, gerade da, gerade in dem Fall, ich meine, da muss das Gebäude abreißen, weil es halt nicht reparieren, muss Neues bauen für sonst wie viel. Dabei hätte das viel weniger Holz gekostet, wenn ich es reparieren würde einfach nur. Und dann passiert nichts. Also ich meine, es könnte sein, dass die halt denken, nö, ich repariere erst das, alles hier, bevor ich irgendwann mal hier hinten hingehe und die Scheune reparieren werde. Das kann ja passieren. Weil man eben nicht priorisieren kann in diesem Zustand. Kacke. Also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Game Design Entscheidung, finde ich. Naja, gut, vielleicht geht es auch nur mir so. War halt auch doof, wir hatten halt irgendwie aber schon jetzt folgenlang und ich wusste, weil es halt auch nicht wusste, weil es ja auch keiner gesagt hat hier im Spiel, dass die, ja, die Ressourcen brauchen und dann selber reparieren. Wusste ich halt auch nicht, konnte auch nicht irgendwie gegensteuern so wirklich. Geht halt auch schon lange nicht mehr. Also wir haben halt einfach zu viele Gebäude und kriegen einfach keine Bretter. Also ich muss noch so ein Sägeding bauen. Anders geht's wohl gar nicht. Konnte ich halt ewig nicht machen, weil wir halt auch keine Leute hatten. Das war halt, wer jetzt sagt, ja, hättest du mal noch eine Sägegrube gebaut? Ja. Ja. Aber ich hatte halt auch lange Zeit gar keine Leute, die da hätten irgendwas machen können tatsächlich. Also ich werde mal jetzt noch eine Sägegrube bauen. Denn eigentlich habt ihr ja recht. Aber andererseits sind hier auch vier Leute am Arbeiten. Und wenn ich halt da wieder Leute reinsetze, heißt das natürlich auch unweigerlich, dass weniger Leute da sind, die dann hier Holz hacken. Jetzt haben wir 26. Okay, das ist jetzt zum Glück eine ganze Menge. Wir sind bei Jahr 26. Naja. Wie viele Bäume machen wir noch? Nicht mehr so viele. Dann machen wir hier noch. Okay. Schauen wir mal, was passiert. 37 hier. Oh, die Kühe. Guck mal, jetzt haben die schon Lebensleisten. Weil die jetzt wahrscheinlich langsam sterben. Ja, hier Steuern wurden eingenommen. Wo bleibt der Händler? Ich hätte gerne einen Händler da. Hier können wir auch verbessern. Machen wir mal. Lehm haben wir noch, ne? Ja, Lehm haben wir. So, das Ding ist fertig. Dann macht jetzt mal hier. Im Volltempo, bitte. Dann können wir hier vielleicht auch den wieder reinpacken. Wenn jetzt hier mehr arbeiten. Holz haben wir. Okay. Okay, gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Auf jeden Fall, jetzt kommen schon mal ein bisschen mehr Brettern nach. Ja, habt ihr recht. Habt ihr recht, Leute. Ist okay. Bitte Stirn vom Schreibtisch wieder runternehmen. Sägegrube ist gebaut. Ihr habt recht. Hat zwar keiner gesagt, aber trotzdem. Habt ihr wahrscheinlich gedacht. So. Händler ist da. Dann gucken wir doch mal rein. Da kommt, glaube ich, gerade noch einer, wenn ich es richtig gesehen habe. Also. Oh ja. Ja. Nimm alle Kerzen, die ich habe. Von mir aus. Oder so fast alle Kerzen. Guck mal, ist ganz viel wert gerade. Oh, und jetzt ist er auch schon pleite. Okay, dann werde ich auch was kaufen müssen. Der hat schwere Werkzeuge zum Beispiel, aber für einen hohen Preis. Hier Fische. Für einen ganz schlechten Preis. Ja, wunderbar. Nehme ich alle mit. Dann müssen die hier zumindest nicht Hunger leiden, dachte ich mir jetzt eben mal so. Dann haben sie wenigstens was zu futtern. Und er kann sich es wieder leisten, uns Kerzen abzukaufen. Das ist natürlich auch schön. Nicht so viel. Nee, kaufen will ich es nicht. Ich will es verkaufen. Warum stehen da jetzt kaufen? Ich wollte Kerzen loswerden. Gegenstände verkaufen. So. Okay. Der nächste Händler ist da. Hallo? Der hätte auch wieder Lehm. Aber Lehm haben wir jetzt ganz viel. Ich könnte ihm Steine abkaufen. Ja, Weizen bringt uns gerade nichts. Wie sieht's denn mit der Kneipe aus, die ich hier mal gebaut habe? War die nicht hier irgendwo? Lieder? Hier ist ein Jagdhaus. Ah, da. 7 Bretter fehlen da noch. Okay. Dann bringt es jetzt auch nichts, wenn ich... Ich könnte halt Bier kaufen, ne? Wisst ihr was? Lasst uns doch mal ein bisschen Bier kaufen. Dann können die, wenn die Kneipe da ist, schon mal ein bisschen saufen gehen. Ich meine, wir haben gerade wirklich viel Geld. Also können wir einfach mal den spendieren quasi. So. Und ansonsten... Ja, vielleicht kaufe ich sogar noch ein bisschen Lehm. Ich prass gerade ein bisschen, ihr merkt's. Ja, ich denke mir auch so... Ja, was wir jetzt überhaben, ist ja nicht schlecht an sich. Ich weiß nicht, ob wir auch nochmal ein Werkzeug brauchen. Wenn wir jetzt so viel neu bauen müssen, weiß ich nicht, was mit den Werkzeugen passiert, die wir schon haben, ehrlich gesagt. Wie sieht's mit Essen gerade aus? Geht jetzt, aber vielleicht kaufe ich noch ein bisschen so. In wenig zumindest. Ich meine, jetzt ist ja auch Erntesaison.
Okay, guck mal, fast. Also fast fertig. Noch ein bisschen. Okay, jetzt läuft es wirklich besser gerade. Wir haben jetzt auch zum Glück einige Leute, die hier mit anpacken und auch Bäume fällen. Wir könnten auch hier theoretisch noch Bäume wegholen lassen. Dann sehen wir hier auch besser, wenn Banditen kommen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Bäumchen hier um die Mauer rum wegzunehmen. Damit wir auch sehen, wenn einer kommt. Okay, und jetzt sehe ich gerade, wir sind am Folgenende. Ich will die Folge nicht wieder 30 Minuten machen, weil vorhin schon 30 Minuten, die ich verloren habe. Deswegen jetzt lieber mal, ja, ein bisschen kürzer. Dafür haben wir ja auch wirklich viel geschafft jetzt quasi. Immer noch nicht. Das war hier ein besonderer Härtefall. Wartet mal. Also das will ich jetzt aber noch. Du entkommst mir nicht, Häuschen. Also ich krieg dich hübsch. Warte ab. Zählt das? Nee, das zählt leider nicht mehr. Okay. Dann. Eins. Ich krieg dich doch wohl irgendwie schön, oder nicht? Hier, eine Statue wäre doch mal. Okay, wie lang... Die reicht auch bis dorthin, theoretisch. Kann ich die auch irgendwo hier mittig... Nee, ne? Hier oben. Warte. So wird es... Okay, wisst ihr was? Dann kommt die einfach... Ja. Ja. Da gehen die ersten Häuser weg. So, müssten wir es setzen. Okay, dann gibt es jetzt einfach mal eine hübsche Statue. Kostet auch viel, aber wie gesagt, wir passen gerade mit dem Gold einfach mal. Sehr schön. Statuen? Ist das neu? Die sehe ich ja zum ersten Mal. Boah. Ja. Jetzt sehe ich mich irgendwann. Ja, also, habe ich es jetzt eigentlich gesagt? Also, ich habe schon gesagt, wenn die Mauer fertig gebaut ist. Ach so. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich möchte das Spiel beenden, wenn Mauer fertig. Ja, so ziemlich alle Gebäude gebaut. Nicht unbedingt verbessert bis zum sonst wo, aber doch schon bitte alles mal gebaut. Und einen größeren Banditenangriff erfolgreich abgewehrt. Das wäre so meine... Oh, guck mal, wie weit jetzt auch die Mauer hier ist. Das ist ja voll geil. Also die haben jetzt wirklich, wirklich gut gebaut hier. Das ist ein bisschen komisch geworden, ehrlich gesagt. Ich glaube, das soll so nicht, oder? Sieht das? Nee, das sieht sonst hier nicht so aus. Warum ist denn die so? Ich weiß... Ach, wegen dem Zaun. Die schließt mit dem Zaun. Das ist ja witzig. Die denkt, es würde hier weitergehen. Guck mal hier, die ist mit dem Zaun verbunden. Ist das doof? Okay, das ist ein bisschen dämlich gemacht. Naja, gut. Aber ich verstehe, warum sie denkt, dass sie sich da verbindet. Okay, aber tatsächlich fast fertig. Also so viel fehlt da gar nicht mehr. Die Mauer haben wir fast abgeschlossen, Leute. Ja, mal sehen, ob die letzten Folgen hier völliges Chaos werden und alle Gebäude gehen kaputt. Ja, hier, die wir bereits jetzt auch erwischt. Naja, nächste Folge. Wir werden sehen. Entweder Ende mit Schrecken. Also beim LP-Ende nachher entweder alle, die Stadt versinkt im Chaos oder vielleicht eine florierende, schöne Stadt, ja, die wir doch nochmal irgendwie retten konnten. Mal gucken. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye!